Ich bin wieder da. Oh, was ist denn da? Oh, da ist ein Drache gespawnt. Nicht gut. Der ist jetzt nicht ernsthaft hinter Haus gelandet. Ups. Ja, er ist hinterm Haus gelandet und er greift an. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Ich stehe hier vor dem Monkey Puzzle. Ich habe den Weg gefunden. Ich habe einfach nur geradeaus gehen müssen. Dann bin ich nämlich da hinten an der Brücke angekommen und ja, das war gar nicht so schwer eigentlich, wenn man denn mal seine Augen aufmachen würde und gucken würde. Und ich habe etwas anderes Erschreckendes gesehen. Eigentlich ist es nicht wirklich erschreckend, aber hier in dieser Gegend gibt es tatsächlich eine Prime Wyvern. Und ich glaube, der kleine Schweinepriester hier, der möchte mich, glaube ich, essen. Ich muss ihn, glaube ich, mal in seine Schranken weisen hier, du kleines Schweinchen. Wirst du wohl aufhören, mich essen zu wollen? Wirst du wohl aufhören? Wirst du 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 vor allem aufhören, wegzulaufen? Nein, wie ich ihn nicht treffe. Mann! Er wird mich aufessen, wenn ich da runtergehe, um das Artefakt zu holen. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Stirb halt! Verdammt! Ja, dann lauf wenigstens dahin, wo du mich nicht angreifst. Ja, genau, lauf da in die Lücke rein. Nein! Ich lauf in die Lücke rein. Ich komme hier nicht weg! Ah! Konditionsabfrage for the win. So. Nein, hier auch wieder nicht. Ah, ein Procoptodon. Ein Känguru. Okay. So, Moment. Absteigen. Jetzt haben wir ja hier auch ein paar Metallwände. Da können wir ja gleich mal noch eine hin... Ach nee, das ging ja nicht. Stimmt, es war ja blockiert. Okay. Artefakt, Artefakt, Artefakt. Jawohl! Da. Und falls jetzt einige sagen, nimm doch gleich mehrere Artefakte mit... Das geht nicht, man kann das nur einmal pro Person tragen, ein Artefakt. Also ein Artefakt von einer Art kann nur einmal von einer Person getragen werden und nicht mehrfach. Und ich kann das auch nicht mehr ins Tier stopfen. Ja, wenn ich das jetzt hier versuche, ihr seht, es geht nicht. Also ich kann das auch nicht hier rüberziehen oder so. Huch, was ist denn da los? Hahaha, ha, ha. Da wird er gegrillt. Sehr schön. So, also wie gesagt, hier hinten ist eine Prime Wyvern unterwegs irgendwo. Das müssen wir uns mal merken. Die können wir nämlich dann nochmal für Bossfights tatsächlich mal zähmen. Dazu brauchen wir natürlich erstmal wieder ein entsprechendes Poison-Tier, weil ich glaube, so einfach so vom Affen aus ist das, glaube ich, nicht so schlau, das zu versuchen, die zu betäuben. Könnte ein bisschen schwierig werden. Da müssen wir entsprechend uns vorbereiten drauf. Ich möchte jetzt aber mal das Artefakt zurückbringen und vor allem möchte ich jetzt mal den Spinosaurus, diesen Prime Spino, den wir da gesehen haben in der Wüste, den möchte ich unbedingt mal zähmen. Der ist richtig cool, den will ich unbedingt haben. Habt ihr mir auch gesagt, ich soll den mal zähmen. Und wir brauchen ja eh noch ein paar starke Tiere für die Bossfights, insofern ist das gar nicht so verkehrt. Wir haben jetzt natürlich keinen, ja, wir haben jetzt natürlich keinen Tarpejara, der den mal betäuben kann, das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben unseren ja verloren, leider. Aber ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere das mit Darts. Ich probiere es einfach aus, wie das mit Darts funktioniert. Glaube ich. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. So. Das mit Darts zu probieren. Also wir müssen uns jetzt eher links halten gerade. Ey, hör auf mich abzudrängen. Was habe ich denn da alles getötet gerade? Das ist ja nicht mehr feierlich. So, wir gehen mal da hinten hoch. Da vorne, da so. Moment, durchlassen. Immer schön durchlassen. Ah, ich sehe gar nichts. Aha. Lass mich los. Lasst mich los. Durchlaufen. Immer schnell durchlaufen. So. Ja, da vorne ist die Brücke, genau. Da gehen wir mal rüber. Ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Also im Bossfight... Weiß ich nicht, ob wir den jetzt noch direkt nochmal machen sollten. Das war ja doch ein bisschen buggy gewesen. Ich würde vorher tatsächlich nochmal ein paar Tiere zähmen wollen, bevor wir das machen. Also irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, diesen Prime Spino oder vielleicht auch noch die Dodo Wyvern. Das habt ihr mir auch gesagt, dass man die auch mal zähmen soll. Oder auch die Prime Wyvern. Halt nochmal ein paar mehr Prime Tiere, die auch was können. Am liebsten wäre mir ja ein Prime Giga.
Aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Und erstmal müssen wir natürlich auch einen finden. Und wissen, wo einer ist. Dann erst können wir ja einen zähmen. Und momentan weiß ich halt nicht, ob es überhaupt Prime Gigas gibt, ehrlich gesagt. Eigentlich, es gibt von jeder Tierart bis jetzt eigentlich immer eine Prime-Variante, oder? So ziemlich. Gut, bis auf die Dodos, da gibt es dann die Eternal-Varianten, aber so vom Prinzip her gibt es, glaube ich, von allen Tieren immer nur einen, oder immer noch einen Prime-Tier. So. Glaube ich. Deshalb ist es ja gar nicht so nah oder gar nicht so fernliegend. Oder es ist schon naheliegend, sagen wir es so, dass es das auch für die Gigas gibt. Würde ich mal schätzen. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich spekuliere nur. So, jetzt müssen wir mal schauen, komme ich hier irgendwie hoch? Ich möchte gerne hier nach links ein bisschen abkürzen. Ein bisschen kürzen. Nein, nicht festhängen. Hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch, hier kann ich lang. Ne, Moment. Irgendwie kann man hier weiter. Ah, da vorne, genau. Geh mal hier um die Ecke. Los. Mal jetzt hier hoch. Los, scharfe Kurve. Nein, nicht hängen. So, jetzt hier lang. Komm. Hui. So, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Wie die Fortbewegung mit dem Affen einfach mal schneller geht als mit dem Poison-Tarpejara bisher immer. Schon irgendwie lustig. Hui. Nicht schlecht. Auch weil er halt so ein bisschen, wenn er springt irgendwie von dem Berg oder so, weil er dann halt auch nicht so weit fliegen kann. Das ist immer wie so ein kurzer Boost, um schneller voranzukommen, so ein bisschen. So, hier ging es hoch. Vorne, da oben waren noch die Golems, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht trigger. Jetzt muss ich die wieder weglocken, mühsam. Dann werden wieder meine Tiere aggro. Haben wir alles schon gehabt. So. Ich bin wieder da. Oh, was ist denn da? Oh, da ist ein Drache gespawnt. Nicht gut. Der ist jetzt nicht ernsthaft hinterm Haus gelandet. Ups. Ja, er ist in seinem Haus gelandet und er greift an. Glaube ich. Lauf ihm nicht hinterher, lauf ihm nicht nach. Lauf ihm nicht nach, lauf ihm nicht nach. Okay, der Ice Dragon ist schon tot. Nein, 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 nein. Nein, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Hör auf, geh nicht dahin, geh nicht dahin. Nein, tu es nicht, tu es nicht. Okay. Alles ist gut, 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 alles ist gut. Da liegst du rum. Du kleines Schweinchen, wolltest du hier meine Tiere weglocken? Du kleines Schweinchen, du kleiner Drache, du. Da liegst du rum jetzt. Das hast du nun davon. Warum legst du dich mit uns an? Ja, die Drachen sind wirklich nicht stark. Da habt ihr schon recht gehabt, tatsächlich. Todesser. Kriege ich eigentlich was Besonderes, wenn ich den aufesse? Habe ich einen Token gekriegt? Nee, von dem kriege ich keine Tokens. Interessant. Schnell mal wegsnacken. So. Wunderschön. Der hat auch gar nicht so viel Schaden am Rex gemacht. Guckt mal. Der hat nur so ein Fitzelchen verloren. Er hat ja auch nur zweimal richtig angegriffen. Das kann man ja gar nicht als Angriff sehen. Das ist ja schon lächerlich gewesen eigentlich. Ich rede schon wieder so überheblich. Das bedeutet, es wird eine Katastrophe geben demnächst. So, wir haben jetzt erstmal ein neues Artefakt. Genau, das packen wir mal gleich hier rein, würde ich sagen. So, das heben wir einfach auf. Mit dem ganzen anderen Zeug zusammen. Was wir noch so brauchen. So. Die Kristalle schmeiße ich jetzt mal weg. Die brauchen wir nicht. Da brauchen wir nicht so viele. Genau, ich wollte ja auch noch den anderen Plan in die Tat umsetzen, dass ich mal hier diese Strukturen aufbaue. Muss ich mal gucken, wann ich das genau mache. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal versuchen, diesen Spino mal zu legen. So ein bisschen. Ich glaube, das ist mal eine schlaue Idee. Wir machen das mal mit dem Prime Rex, würde ich sagen. Und wir nehmen dazu mal noch ein bisschen Eternal Kibble mit, würde ich sagen. Und ja, genau. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal los. Moment, ich sollte vielleicht auch
die Pfeile entsprechend laden. So, die Longneck haben wir ja auch noch. Sehr gut. Dann gehen wir mal los. Und betäuben mal den Prime Spino. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Moment, ich sollte vielleicht nochmal ein Super Spyglass machen, damit ich auch sehe, wie viel Torpor der hat. Nicht, dass ich hier mich blindlings ins Verderben stürze jetzt. Vielleicht sollte ich es lieber mit dem Affen machen. Der Affe ist wendiger irgendwie. Da kann ich schneller weglaufen. Und da kann ich auch besser runterschießen. Weil wenn ich nämlich auf dem Prime Rex stehe, dann sehe ich fast nur Sattel vor meiner Nase. Muss es gleich mal testen, von welchem Tier ich besser schießen kann. So, jetzt wollte ich... Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt. Hab's wieder vergessen. Oh Gott. Wie kann man nur so einen Kopf wie ein Sieb haben? Irgendwas wollte ich doch noch. Jetzt. Nehmen oder nicht. Ach, egal. Das fällt mir schon wieder ein. Das wird mir schon wieder einfallen. Irgendwann. Irgendwann fällt mir das schon wieder ein. Komm näher zum Reiten. Ja, mach ich doch. So, dann gehen wir mal los. Hui. Bestimmt fällt es mir ein, wenn ich vor dem Spino stehe. Dann fällt es mir wieder ein, was ich wollte. Wollte ich was zu essen mitnehmen? Wäre eigentlich auch schlau gewesen. Das wäre eine schlaue Maßnahme gewesen, aber ich habe es nicht mitgenommen. So, wenn mich nicht alles täuscht, wir müssen uns, glaube ich, hier so ein bisschen auf der Seite aufhalten. Und da war dann irgendwo der Spino an so einer Klippe dran. Vielleicht können wir einfach auch von unten schießen. Moment, der war irgendwie hier in der Gegend, glaube ich. Glaube ich, mich zu erinnern. Hier unten war der doch, oder? Ja, da ist er noch. Ach ja, ich wollte ein Super Spyglass machen. Ahaha. Vergessen. Hä, das ist doch aber nicht der Spino, oder? Das ist doch ein anderer. Warte mal. Jetzt ist er, am Ende ist er despawned. Das wäre natürlich zu geil. Ist er noch da? Der ist nicht mehr da, oder? Ja, warte mal, der war da drüben, genau. Der war gar nicht hier. Der war hier, irgendwo hier drüben war der. So, komm, lauf mal rum. Da vorne war er, glaube ich. Ja, da ist er, okay. Ja gut, aber wir sollten das vielleicht nicht hier machen, wo die Kaprosuchen rumlaufen. Ich gehe mal hier drüben auf die Klippe hoch. Da drüben so drauf. Lauf doch. Sieht er mich? Greift er mich an? Nee. Ja, der Kaprosuchus da unten, ja, die können wir natürlich auch töten an für sich. Die sind ja nicht so stark. Komm, sterbt man hier eben das Viecher. Genau, stirb. So, du auch hier, Prime Argentavis. Muss sterben jetzt. Los. Komm. Nicht so rumfliegen um mich rum. Das irritiert mich nur unnötig. Oh Gott, der Gorilla verliert ja voll das Leben. Was ist da denn los? Was ist denn da los? Ich hoffe, ich habe noch Regeneration Potions. Bin mir da gerade nicht sicher. Oh, stirb einfach, komm. Ja, so ein Prime Argentavis macht schon ordentlich Stress. Allein der Bluterschaden ist halt mies. Oh, stirb halt. Ja! Hör, mein Affe kriegt nochmal Level-Ups. Ja, stimmt, der war ja nicht ausgelevelt. So, er hat noch Regeneration Potions. Alles ist gut. Hier ist ernsthaft noch so ein Caprosuchus. Los, stirb, komm. Wollte das gerade versuchen, mich runter zu grabben? Ich glaube, ja. So, ich versuche mal, den Spino von da oben anzuschießen. Obwohl, nee, warte mal, da liegt er im Wasser. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich schieße den jetzt von hier an. Wahrscheinlich treffe ich gar nicht von hier. Nee. Oh doch, ich habe getroffen. Komm, schnell, mach. Oh. Ich treffe nicht, ey. Ich bin zu inkompetent. Er hat sich schon wieder ablenken lassen. Ich hätte, glaube ich, echt nochmal einen Super Spyglass machen sollen. Verdammt, jetzt dreht er das Segel gerade so schön hier hin. Verdammt! Warum habe ich auch kein Poison-Tier mehr, mit dem ich den einfach mal betäuben kann? Jetzt habe ich ihn wieder getroffen. Getroffen.
Was, nur 544 Torpor-Damage? Glaube ich ein bisschen wenig, oder? Gott, muss weg. Muss weg! Nein, häng doch nicht da zwischen den Steinen fest! Ah! Da kriege ich so einen Rappel! So, genau, jetzt machen wir das einfach von hier oben. Würde ich sagen. Hä? Was war das jetzt? Nein! Diego Mastax! Und ein Skorpion. Stirb. Kann ich jetzt hier bitte mal arbeiten? In Ruhe? Ich möchte bitte mit dem Spino gemeinsam arbeiten jetzt. Ohne dass mich hier irgendwas stört. So. Ja, der hat schon geschrien, glaube ich. Hallo. 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 Ja, kau doch und schrei doch. Ist doch gut. Tja, jetzt ein Super Spyglass, dann wüsste ich auch, wie viele Darts ich brauche. Leider habe ich kein Super Spyglass gemacht. Ich habe es wieder veralzheimert. Ich habe mich wirklich einmal im Kreis gedreht und habe vergessen, das Super Spyglass zu machen. Wie peinlich ist das? Wie peinlich ist das bitte? Mann, Mann, Mann. Ach, egal. Ich beschieße den jetzt einfach so lange, bis er umfällt. Wie lange kann das schon dauern? Es ist ein Prime Spino. Den will ich aber unbedingt haben, ey. Vor allem, wenn der dann wegläuft, dann wird's lustig. Dann müssen wir uns schnell hinterher begeben. Mit dem Affen. Los, jetzt schlaf. Warte mal, 544 Torpor sind das pro Schuss. Oh Gott, ich ahne Schlimmes, ey. Ich ahne Schlimmes, wenn das überhaupt Torpor-Schaden ist, der da angezeigt wird. Ahne ganz Schlimmes, glaube ich. Wahrscheinlich hat er 1 Million Torpor. Und ich krieg das gerade im Leben nicht hin, mit diesen Darts den zu betäuben. Aber er ist hier halt auch gerade so an so einer schönen Ecke halt hier vorne, ne? Also diese ganzen anderen Eternal-Viecher, die wir damit bis jetzt betäubt haben. Hatten wir überhaupt schon mal ein Eternal-Vieh mit den Darts betäubt? Da bin ich mir jetzt gar nicht wirklich sicher. Doch, eigentlich schon, oder? Wir hatten das schon mal gemacht. Das ging eigentlich recht fix. Da braucht man nur so 2 Darts oder so. Also bei dem Raptor, glaube ich, war das so. Jetzt konnte ich gerade irgendwie nicht schießen. Auch komisch. Bei dem Raptor war das, glaube ich, so. Da hatten wir den irgendwie, glaube ich, auch mit den Pfeilen betäubt. Da hatten, glaube ich, nur 2 oder so gebraucht. Oder nicht mal. Ich glaube, einer. Einer hat auch gereicht. Also die machen schon ordentlich Torpor, glaube ich. Ich meine, die sind für die Longneck. Und die sind Eternal Darts. Also das muss ja wohl irgendwie gut sein, um sowas zu betäuben. Sonst müsste ich mich sehr wundern, ehrlich gesagt. Aber natürlich, das habt ihr mir natürlich auch schon gesagt, mit einem Poison-Tier ist das natürlich alles viel leichter und geht alles viel schneller. Aber ich habe leider kein Poison-Tier mehr. Ich habe sie alle geopfert. Sind alle tot. Alle sind sie tot. Ja gut. Das dauert hier ganz schön, glaube ich. Bis der liegt. Vielleicht sollte ich mir wirklich zwischendurch nochmal ein Super Spyglass machen. Sonst, es wäre natürlich echt ärgerlich, wenn ich jetzt hier auf den die ganze Zeit schieße. Und es bringt gar nichts. Weil er einfach so viel Torpor gar nicht bekommt die ganze Zeit. Weil er vielleicht einfach die Torpor auch die ganze Zeit so schnell regeneriert, dass er das, was ich ihm an Torpor mache, gleich direkt wieder auffüllt. Und wenn ich jetzt hier irgendwie 1,5 Millionen Torpor hochkriegen muss, dann wird das, glaube ich, etwas schwierig mit 544 Torpor-Damage pro Schuss. Da ist schon wieder so ein Caprosuchus. Die habe ich doch gerade alle weggemacht. Schon wieder neu gespawnt hier. Das kleine Schweinchen. Es wird dann gefährlich, wenn ich dann... Oh. Oh, oh. Oh, oh. Na gut, dass mich mein Affe beschützt. Prime Sabertooth. Prime Sabertooth. Wie lächerlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Spino hat jetzt schon Akku verloren. Oh, daneben. Wie groß der auch ist, ne? Er ist riesig. Ja gut. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ne? Ob ich da was ausrichte. Er ist ja nicht mal ansatzweise am Abhauen. Ich glaube, das lohnt sich nicht mit den Darts, ohne Witz.
Ich glaube, das lohnt sich nicht. Was können wir da tun? Was können wir da machen? Ich weiß es nicht. Am besten ein Super Spyglass craften. Das ist, glaube ich, die schlauste Idee. Es geht, glaube ich, am schnellsten, um sicher zu wissen, ob ich Torbau mache. Das mache ich dann aber, wenn, dann zwischen dieser und der nächsten Folge, würde ich sagen. Da werde ich das dann machen. Da werde ich dann nochmal zur Base zurückgehen, offscreen. Werde dann nochmal ein Super Spyglass craften. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nochmal onscreen zurückgehe, verschwendet man wieder so viel Zeit. Das ist nicht mehr feierlich. Schreit sich aber auch die Seele aus dem Leib da, der Knabe. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja gar nicht wahr sein. Vielleicht sollte ich doch nochmal vorher... Ich guck mal, ich habe jetzt nur noch... Ich habe 130 Darts gehabt, glaube ich. Ich habe jetzt nur noch 68. Ich glaube, das funktioniert nicht. So eine vage Vermutung von mir, dass das nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt an der Stelle mal einen kleinen Cut, würde ich sagen. Die Folge ist an der Stelle zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Und dann komme ich hier nochmal her mit einem Super Spyglass, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns das mal an, wie viel Torpor der Spino bekommen hat oder wie viel er bis dahin dann noch hat, wenn er sich nicht schon wieder komplett hochregeneriert hat bis dahin. Und dann werden wir ja sehen, ob das mit diesen Darts funktioniert oder nicht. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Bis dann, ciao, ciao!